Hallihallo, hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Star Wars. Falsch, Star Trek. Oh Junge, was ja, ist denn los? Ich bin der Onkel und das Ganze ist hier, ich bin jetzt gerade durcheinander. Ja, Manu ist wieder am Start. Hallöchen. Und der Hardscope. Hallo. Und nochmal ganz kurz zum Hinweis, unten in der Videobeschreibung findet ihr alle Links zu den einzelnen Kanälen, also zu Revano LP sowie zu Hardscope. So, auf jeden Fall. Weiter geht's, ja? Ja, yeah, ich gehe jetzt hier raus. Jetzt, genau. Wir müssen jetzt die Uschi treffen, und zwar Uschi Flores. So. Oh, die alte Studentin. Muss ich denn jetzt wieder raus? Ah ja, hier. Ihr habt auch Post bekommen, wenn ihr mal drückt auf der Karte, seht ihr, es blinkt grün. Könnt ihr mal ganz kurz annehmen, aber müssen wir jetzt nicht unbedingt lesen, werde ich mir mal in Ruhe angucken. Steht halt drin, herzlich willkommen, hier können Sie Geld eintauschen und so weiter. Ja, Moment mal, wo ist denn die? Ah. Das obere. Oh, ich bin gerade. Ich bin gerade irgendwie. Draußen ist sie. Ja, ich müsste einfach oben auf die Karte gucken, wenn das, genau, wenn, das Ausrufe, wenn das Ausrufezeichen in der Mitte ist, wo du gerade drauf zuläufst, dann ist da, wo die ist. Also genau. Ich hab's auch gefunden. Ich stehe gerade vor ihr. Ja, ich auch. Ich spreche sie mal an. Ich glaube, ich war auch dran, ne? Ich mache einfach. Ja. Ich wurde als taktischer Offizier eingestellt. Genau, was ich wollte. Und sie? Captain Target wollte mich unter seinen Senior-Mitgliedern, aber ich musste das Phasentraining, Phaser-Training, für mein Geschirr erst bestehen. Okay. Das haben sie nie? Ich dachte, sie sind Meister extra... Bonus. Hast du noch nie gehört, ne? Extra Bonus, was ist das? Jeder weiß, dass Captain Target immer das Beste von seinen Leuten verlangt. Gehen Sie voran. Mhm. Keine Sorge, Sie schaffen das schon. Los geht's, ich bringe Sie zum Holodeck und bereite Sie vor. Folgen Sie Elisa Holodeck. Folgen Sie Elisa Holodeck. Gehen Sie voran. Also heißt die Elisa. Heißt die Elisa Holodeck, okay. Hat die einen langen Namen. Elisa Flores Holodeck. Ja, wir folgen ihr. Na, guck mal, es scheint, als haben die Wale was? Es scheint, dass der Großteil ihrer Klasse auf Captain. Haben sie die Wahl? Ach, keine Ahnung. Ja, die redet halt. Das haben die jetzt noch eingefügt extra für uns, weil du sonst viel von der Story nicht hörst. Aber ist nett gemeint. Nur sehr schwer zu verfolgen, wenn du da hinterherlaufen musst, ne? Also sprintet. Die zeigt uns jetzt, wie das geht mit dem Laufen. Ich finde die Grafik echt gut, muss ich sagen. Ja, also, ja, für ein kostenloses Game ist es toll. Ah, Holodeck, okay. Ich war dran, ne? Okay, ich lasse das Programm anlaufen. Doch, du warst als letztes. Ja. Ich hoffe, Holodeck 2 ist Ihr Glücksdeck. Haben Sie einen Tipp für mich? Ich will unbedingt bestehen. Ich werde eine Phaser-Pistole benötigen. Ich klicke einfach mal mit dem Tipp an, oder? Ja. Ja. Auf alles schießen, was sich bewegt und nicht sterben. Ja, du bist eigentlich gar nicht dran. Achso, Entschuldigung. Ah, das war jetzt wieder so. Auf alles schießen, was sich bewegt und nicht sterben. Eigentlich ganz einfach. Wachrütteln? Was? Kadetten wachschütteln. Ich werde eine Phaser-Pistole benötigen. Ja, sag mal Phaser-Pistole, oder? Ach nee, komm, wir tun mal wachrütteln. Okay. Oder? Ja, rütteln ist ja wach. Dieses Programm ist eine Variante des... Was? Mako. Mako-Angriffstraining. Es sollte Ihnen also keine Probleme bereiten. Sie setzen das Programm auf. Was? Sie setzen das Programm auf, machen Sie es leicht für mich. Fragezeichen. Ja, ich mach das Gelbe, oder? Ja, habe ich auch gedrückt. Das letzte Mal ein wenig Hilfe angefragt habe, endete ich für den Rest des Jahres in akademischer Probezeit, obwohl ich da noch einigen lernen könnte. Ich werde eine Phaser-Pistole benötigen. Ja, endlich. Sie lagern sie in den Schränken bei den Holodecks. Sie können sich dort bedienen, bevor wir aufs Holodeck gehen. Auf geht's! Wir gehen direkt da rein. Was ist da los? Ja, wir gehen direkt rein. Drücken Sie V, um das Gebiet, was? Ach, wir können Anomalien suchen. Drück mal V, bitte. Dann geht so eine Anzeige hier rum. Hm? Aber, okay, sie will wieder quatschen. Nee, doch nicht. Sie will, dass ich hinterherlaufe. Wir sind gerade durch eine Tür Pistole gegangen. Nehmen. Pistole nehmen. Ja. Geil. Ich hab die Pistole. Ich auch. Ich bin mich wie ein wahrer Held. Die Pistole ist automatisch ausgerüstet. Was haben wir denn hier unten? Achso. Holodeck 2. Oh mein Gott. Ah, jetzt geht's los. Okay. Gehen Sie zur Mitte des Raumes. Mit dem Programm beginnen, jawohl. Okay, seid ihr bereit? Ja. Wir stehen jetzt vor einer bösen Tür. Okay, ich geh mal raus.
Okay, ich gehe auch mal rein. Klicken Sie während eines Kampfes mit der rechten Maustaste auf ein Ziel, um Ihre Waffe abzufeuern. Alles klar, rechte Maustaste auf ein Ziel. Okay, es geht los, Leute. Wir müssen kämpfen. Boah, ja. Wow, geil sieht das aus. Geil. Wow. Du stirbst. Du musst jedes Mal einzeln klicken, okay? Ja. Ah, ihr kannst auch gedrückt halten. Dann bleibt ihr die ganze Zeit auf dem Gegner und ballert alles, was er hat. Okay, ich habe alle down. Stirb, du Sau. Stirb, du Sau. Alarmzustand rot. Ich ist doch nichts mehr da. Ja, alle tot. Ich kann nicht mehr schießen. Du musst immer wieder ganz oft draufdrücken. Ja. Onkel, ganz oft hintereinander draufklicken auf einen. Immer rechte Maustaste. Gott, ist das scheiße. Simulation beenden. Also ich stehe wieder außen vor den beiden. Ich auch. Mit H kannst du Waffe raus und reinstecken. Oder raus und reinzoomen. So. Ah ja. Okay. Ja. So, ansprechen. Du musst mir den alten ansprechen. Okay. Tackert. Beeindruckend. Achso, ich weiß gar nicht, wer dran war. Onkel war dran. Onkel. Ja, beeindruckendes Ergebnis, Kadett. Zwar nicht rekordverdächtig, doch ich bin beeindruckt, dass sie sich so gut geschlagen haben. Haben wir alle gleich. Was kommt als nächstes? Jetzt können wir wieder das große Fresse haben, ja. Nun, Sie sind mein neuer erster Offizier. Willkommen auf der Brücke. Yeah, danke Sir, ich werde Sie nicht enttäuschen! Ich zähle darauf. Sie sollten stolz auf sich sein, bin ich natürlich. Sie haben eine große Karriere in der Sternflotte vor sich. Danke, Sir. Es ist mir eine Ehre, für Sie zu arbeiten. So. Er arbeitet für dich, um ehrlich zu sein. Ach man, wenn man doppel W drückt, habe ich gemerkt, macht man so eine Rolle vorwärts. Ja. Kann ich vorlesen? Ja. Erster Offizier, nicht schlecht. Nun können Sie uns herumkommandieren, wie Sie es sich schon immer gewünscht haben. Was kann ich dazu sagen? Der Captain sieht Potenzial in mir. Ich denke, Sie sollten mich von jetzt an mit Sir anreden. Ich stehe unter großem Druck. Ich hoffe, ich werde mit dem gewachsen sein. Ich denke, Sie sollten mich jetzt mit Sir anreden. Machen wir echt? Das? Ja, wir sind böse, oder? Genau. Ja, drück drauf, komm. Okay, ich bin ja dran. Jawohl, Sir! Sofort, Sir! Möchten Sie einen Rakta Jinno, Sir? Haha, sehr lustig, Flores. Ich meine, sehr lustig, Kadett. Sehr geil. Sie werden Ihre Aufgabe meistern. Wir sollten jetzt zu der Shuttle-Rampe. Shuttle-Rampe gehen. Die anderen Brückenoffiziere warten dort auf den traditionellen Abflugstoast. Toast? Lecker. Sandwich. Begeben Sie sich zur Shuttle-Rampe. Fortfahren. Shuttle-Rampe. Oh, das ist geil, wenn man englische Wörter in Deutsch aussprechen kann. Die Shuttle-Lampe. Die Shuttle-Lampe war das. Okay, wir müssen jetzt wieder hier durch das geile... Also mit dem Rumballern komme ich gar nicht klar. Ja, also das geht auch Map, das ist geil. Das wird schon. Was? Bisschen Übung. Hä? Dann gehen wir mal zur Schüttellampe. Okay. Ach die Scheiße, ne, danke schön. Die labert schon wieder, ne? Ja. Ja. Ich bin noch gar nicht dran. Warte, ich bin noch gar nicht da. Ihr müsst nur im Fahrstuhl rein, dann labert die automatisch mit dir. Ja, dann warte ich halt noch, bis du da bist. Ja. Okay, die ganze Brückenmannschaft wartet drüben an der Bar. Ich bin sicher... Jeder ist ein wenig nervös. Dies ist schließlich unsere erste richtige Aufgabe. Ich erwarte eine inspirierende Rede von Ihnen zu hören, Sir. Etwas Herzerweichendes, dass Tivel die Tränen kommen. Diese Mission wird den weiteren Werdegang prägen. Ich treffe Sie da drüben. Halten Sie einen Toast auf den Rest der Senioren. Senior-Mitglieder der Senioren. Alter. Okay, fortfahren. Der alte Rentnerclub. Okay, ui. Boah, das sieht, boah, da, so, guck mal, da hinten fliegen die Maschinen weg. Geil. Schöne und andere. Ui. Ich will vorlesen. Okay, jetzt geht's los. Darf ich einmal um Ruhe bitten? Fragezeichen. Kadetten inspirieren, Kadetten einschüchtern, bescheiden geben. Was wollen wir machen? Einschüchtern ist wahrscheinlich inspirieren, oder? Ja, inspirieren klingt gut. Ja, seid ihr alle für inspirieren? Ja. Gut, inspirieren geklickt. Du liest vor, Captain. Ja, stehen wir heute die Brückenmannschaft der USS Hardscope HD. Revano! Jeder von uns wurde für die bevorstehende Aufgabe ausgebildet. Wir sind bereit. Kadetten weiterhin motivieren, Kadetten Illusionen ernehmen, bescheiden geben. Ich würde sagen, dass wir uns abwechselnd auch mal bescheiden machen, oder? Dass wir die so richtig inspirieren, weil nur motivieren ist, oder? Bescheiden geben? Bescheiden geben, ja. Ja, hab ich auch.
Oh scheiße, ich glaube, ich habe einmal zu viel gedrückt. Nee, ich sehe eine Furcht und Unsicherheit in den Augen eines jeden. Für so viele Leben verantwortlich zu sein, ist eine schwere Last für jeden von uns. Oh, super Kadett Rede. Wachschütteln, Kadett Angst versetzen, Demut zeigen. Ich glaube, ich habe auf das letzte gedrückt. Ich habe einmal Doppelklick gemacht. Okay, wartest du einmal. Du hast auf Demut zeigen? Ich glaube schon. Ja, dann machen wir Demut zeigen. Okay, dann was steht denn jetzt da? Ich verlange nur, Mario. Genau, da habe ich auf das gedrückt. Ich war dran. Ich verlange nur, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Wenn wir als Team arbeiten, dann können wir unsere Ziele erreichen, aber wir müssen alle zusammenarbeiten, um das wahrzumachen. Auf die Sternenflottenakademie, auf die USS Revanos und ihre Crew! Auf die USS Pimmelkuppe! Pimmelkuppe, ole! Geil, das Glas für die Abschlussklasse von 2409 erheben. Ach du Scheiße. Alles klar. Auf korrekt. 2409. Oh, die sind aber alle zufrieden. Ich glaube, wir haben es richtig gemacht. Ja. Folgen Sie mir zum Shuttle. Jawohl, jetzt geht's gleich auf unser Raumschiff. Müssen wir wahrscheinlich noch eins aussuchen, ne? Oder kriegen wir immer ein Standardschiff? Ich bin gespannt. Alter, bei mir steht da einer am Schiff. Ja, Deckoffizier. Genau. Du bist auch dran. Mit Deckoffizier sprechen. Sie sind bereit, sich auf den Weg zum Schiff zu machen. Oh ja. Auf geht's. Bam. Ich oh Gott, die Pimmelkuppe sieht wirklich aus wie eine Pimmelkuppe. Weiß ich gar nicht. Bist du so schnell schon? Das siehst du doch. Ach so, du meinst den kleinen Shuttle. Ja, ja, das ist ein Pimmelboot. Und es kann auch noch fliegen. Ui. Boah, geil gemacht. Das ist echt schön immer. Ach, das stimmt ja. Oh, guck mal, das sieht wirklich aus wie eine Pimmelkuppe. Das ist die Pimmelkuppe Andockbasis. Ziemlich verschwunden. Ich kann es nicht glauben, dass wir endlich da sind. Oh, schauen Sie sich das mal an. Voll erotisch, ey. Wahnsinn, ey. Die sind voll am Fiebern. Boah, da kommt sie, die Pimmelkuppe. Hey, die hat sogar ein Loch. Ja, ist aber nicht unser Schiff. Nein, das ist USS Vesta. Ja. Das Schiff ihrer Klasse. Sie verfügt über Zielvorrichtungen für Subsysteme. Eine 57 Mann starke Crew. Hat er. Boah, so ein Ding will ich auch mal haben. Aber jetzt kommt unser Schiff. Da unten ganz klein in der Ecke so. Oh, das ist das Taxi unter der Föderation. Oh, das ist süß. Tötenliche Geschwindigkeit, Warp 5. Oh, Warp 5. Aber es sieht gut aus. Vorne Pimmelkuppe dran. Alter, ihr müsst mal gucken. Da steht der Name von euch oben drauf eingraviert. Hier stimmt, boah, hier episch. USS da steht wirklich Pimmelkuppe drauf. Wow, jetzt sind wir in unserem einen Raumschiff. Boah, wie ist das geil. Das ist echt ein epischer Moment. Oh. Mit Lisa Flores sprechen. Yo, wer ist dran? Ich weiß das nicht mehr. Der Onkel. Ich werde einchecken und mich dann auf den Weg zur Brücke machen. Wir sehen uns dann oben. Fortfahren. Juhu, jetzt geht's. Aber wir können später ganz viel auf der Brücke machen, ne? Wir könnten jetzt mal ganz kurz gucken. Wir sind doch jetzt hier durchs Training, so ein Scheiß durch, oder? Wir können doch jetzt bestimmt uns langsam auch mal... Nee, es gehört noch dazu. Es ist immer noch... rechts steht die Mission Tutorial. Trainingsflug. Jetzt kommt der Trainingsflug und danach sind wir in der öffentlichen Welt. Wir müssen mit Brickers sprechen. Ach, wir müssen uns auch gleich nochmal einladen, ne? Das hätten wir vielleicht vorher machen sollen. Ja, das meine ich doch die ganze Zeit. Machen wir dann, wenn das... Ja, machen wir schon später dann uns einladen. Komm los. Ja, ansprechen. Okay, Moment. Name und Position, Fragezeichen, Kadett Revan LP, stellvertretender Erster Offizier. Okay. Hardscope. Du bist doch dran, Hardscope. Oh, ich habe Ihre Daten gleich hier, Sir. Willkommen auf dem Schiff. Wo befindet sich der Kapitän? Der Kapitän Taggart. erwartet Sie auf der Brücke. Nehmen Sie den Turbolift hinter mir. Er bringt Sie direkt zur Brücke. Turbolift. So ein Ding will ich auch haben. Zu Hause. Oh nee, das gefällt mir. Und so geil, Originaltöne. Oh, die Brücke sieht episch aus. Guckt euch das an, liebe Freunde. Hier werden wir ganz viel Zeit verbringen. Oh, ist das geil. Wie mein Wohnzimmer. Okay. Tag out. Warte, ich bin noch nicht so weit. Ich muss gerade, häng gerade am Geländer fest. Jetzt geht's. Okay. Welcome to the bridge number one. Nee, du. Ja, willkommen auf der Brücke Nummer 1. Jawohl, Nummer 1 Fragezeichen? Mein Gott, sind wir so blöd oder was? Zu Beginn meiner Karriere habe ich mit einem Captain zusammengearbeitet, der seinen ersten Offizier immer so genannt hat. Als meine Nummer 1 erwartet sich was, eins erwarte ich von Ihnen, dass meine Befehle ausgeführt werden und Sie mir Rat zur Seite stehen. Fortfahren.
Zunächst müssen wir wieder aus dem Trockendock. Was? Erfragen Sie Freigabe von der Kontrolle und schließen Sie die Tore der Schüttellampe. Aktivieren Sie dann die. Keine Ahnung, irgendein Traktor. Tractor Mooring, das ist Traktorstrahl, soll das so sein. Den Typ hier holen Sie mir. Was holen Sie von der Verkehrskontrolle für die Pimmelkuppe? Die Freigabe für das Verlassen des Docks ein oder Flores schließen Sie die Türen der Shuttle-Rampe. Wir machen das untere, wir geben Befehle, wir rendern nicht selber mehr. Also wir machen das untere. Flores schließen Sie. Ja, Revanche. Boah, ich glaube, ich habe wieder einen Doppelklick gemacht. Die Türen der Shuttle-Rampe sind geschlossen, Sir. Okay, doch nicht. Fortfahren. Sehr gut, Nummer 1. Sehr gut, Nummer 1. Jawohl! Wir haben die Freigabe des der Verkehrskontrolle der Erde, Sir. Fortfahren. Very good, number one. Mein Gott, Alter. Der lobt uns ja echt bei jedem, egal was wir machen, oder? Achso, sehr gut, Nummer 1. Potter, warten Sie. Was, Potter? Potter, warten, bis ich die Traktorverankerung deaktiviert habe. Potter? Also wir müssen, ja, wir müssen trotzdem noch, wir müssen hier unten am Computer dran, Traktor an den Traktor freien lassen. Hammer, mache ich. Oh, das sieht geil aus. So, jetzt gibt's keinen Feldanbau mehr hier. Traktor freien lassen. Ah, wir müssen wieder mit dem, ja. Mit Kacker. Potter, steuern Sie uns heraus ein viertes Impulskraft. Eine Viertel Impulskraft. Captain, darf ich Sie daran erinnern, dass die Sternflotte. Was? Das ist ja komisches Deutsch. Sternflottenvorschriften in der Nähe des Raumdocks nur den Einsatz von erlauben? Das ist aus dem Film. Das haben die im Film auch mal so gemacht. Und dann hatte die erste Offizierin, so wie jetzt auch, neu angekommen, hat die dann auch so gemeckert. Und dann hat der Captain Kirk, musste der voll lachen und so. Und dann sagte der Spock, ja, glauben Sie mir, der Captain, der weiß alles. Also eigentlich, ich denke mal, wenn wir nicht antworten, kriegen wir vielleicht sogar irgendwas als Belohnung. Und wir können natürlich auch einen auf Klugscheißer machen. Also müssen wir jetzt überlegen, was wir machen. Antworten ist auch immer gut, ne? Also antworten klugscheißern oder wir machen nicht antworten, das heißt dann, wir vertrauen dem Captain. Keine Ahnung. Also nicht antworten. Ja, nicht antworten. Okay, machen alle dafür? Antworten. Alles klar, ja. Nicht antworten. Oh, ich darf mich jetzt setzen. Okay, hat gar nichts passiert, okay. Ja, ich bin gerade rumgerollt. Ah, wir dürfen uns auf den Stuhl setzen, oh yeah. Rechtsklick? Ja. Ja. Alter, wie sie da wegfliegen. Ja, das ist die Schwerkraft. Boah, ich dachte, wir müssen selber rausfliegen. Wow. Unsere Pimmelkuppe sieht aber gut aus. Mm, also ja, die geht gut ab. Die hat auch dicke Laser. Also die im Spiel auch, meine ich jetzt. Die im Spiel. Was hat die denn für Brüste? Oh, wir fliegen nach Vulkan. Ein bisschen spitz. Ja, ein bisschen. Ja, wir waren nur da. Spiel Spitze! Und jetzt Warp! Boah, geil, ey. So schnell fahr ich auch zur Schule. So schnell fahr ich auch zur Arbeit. Oh, der schaut geil aus dem Fenster. Captain, I am picking up a distress call from the SS Break Even. Audio only. Let's hear it, Tavro. This is the SS Break Even. Our warp core is failing. Unser Warpkern ist ausgefallen und wir brauchen Unterstützung. Ist bestimmt eine Falle. Mein Typ sitzt daneben so, als ihn sich jucken. Ja, ich auch so. Nummer 1, lassen wir uns die Situation besprechen. Okay, ich würde sagen, wir trinken erstmal einen Kaffee. Boah, in Ordnung Nummer 1, ich bin jetzt eigentlich dran, willst du kommen? Ja, du bist dran. In Ordnung Nummer 1, Sie haben den Notruf gehört. Notruf. Was sollten Sie Ihrer Meinung nach tun? Was sollen wir Ihrer Meinung nach tun? Ist es ein Test, Sir? Gehört das zum Trainingsflug? Absolutely not. We're the closest ship to the break-even. Achso, überhaupt nicht. Wir sind das nächste Schiff, das der Break-Even helfen kann. Also tun wir das. Nun, ich fand merkwürdig, dass Sie Nachricht nur als Audio gesendet haben. Ein Warp-Kern-Zwischenfall sollte Ihr Kommunikationsfeld nicht beeinflussen. Ja, wird eine Falle sein.
Gut, wozu würden Sie uns das raten? Jetzt bist du aber jetzt gerade nicht dran. Ach, Ivano. Alter, das war im Spielfluss. Gut, wozu würden Sie jetzt raten? Ich empfehle, auf roten Alarm zu gehen, volle Energie auf die Waffen und Photon-Torpedos. Ah ja, Photon-Torpedos laden. Schild ist mit hochgefahren, Captain. Sicher ist sicher. Ich hätte gerne weitere Informationen, bevor wir hineinsteuern. Ich empfehle Ihnen, weitere Stunde zu scannen, um ein besseres Bild davon zu machen. Also, so, und jetzt diese Entscheidung, die ist jetzt natürlich sehr wichtig für das nächste Weiterkommen in dem ganzen Spiel. Und die müssen wir leider auf den nächsten Part verschieben, meine lieben Freunde. Oh, freue mich. Ja, da würde ich sagen, diese Entscheidung erfahrt ihr dann morgen oder beziehungsweise im nächsten Part, sagen wir mal so. Und ja, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao. Ciao. Tschüss.